Ja, ich finde das auch echt cool. Ich finde, das ist mega gut gemacht. Aber die Energie nehme ich mal mit, falls ich die noch brauche für irgendwas. Was haben wir hier? Nix. Hallo? Spiel? Nee. Hä? Gut, okay. Ich bin verwirrt. Nee, ich möchte gerade auch kein Hinweisspiel, weil ich bin einfach nur verwirrt. Aber das Spiel hat mich doch jetzt hier hingelotst, oder nicht? Ich bin verwirrt. Geht damit noch irgendwas auf? Nee. Was bringt mir das, auf dem Kühlschrank zu stehen? Ich kann da hoch, okay. Minopolis feiert seine Kinder. Die kleine Marielle ist der jüngste Spross im Familiendistrikt. Und damit finde ich auf jeden Fall noch was. Gut, dass ich mal zurückgegangen bin. Willkommen auf der Welt, Marielle. Auch nie vergessen. Dadurch habe ich noch ein Secret gefunden. Bringt mir nur offensichtlich irgendwie nichts. Das heißt, ich muss hier wieder runter. Komm, den Fall überlebst du aber. Ich habe jetzt kurz gesagt, die fällt echt in dieses Elektro-Ding rein und dann ist wieder vorbei. Aber ist es nicht. Okay, gut. So. Die Drohne hat mir explizit diesen Feuereingang gezeigt hier. Aber ich kann hier nichts mehr tun. Obwohl, was ich. Fokusboost. Ach, das ist nur für den Fokusboost gewesen, dass er mir das gezeigt hat. Ah. Okay, dann. Geht's ja gar nicht weiter, sondern das war wieder nur ein Secret. Frage nicht, was du für Monopolis tun kannst. Frag, was Dann habe ich jetzt aus Versehen ein Secret gesucht. Wenn man das so sagen kann. Wo muss ich hin? Nee, von hier bin ich ja gekommen. Von dem habe ich die Energie weggenommen. Hier kann ich nicht durch. Dann bin ich hierher gegangen, habe die Tür aufgemacht. Dann habe ich gedacht, oh, hier bin ich. Wenn ich jetzt nach rechts gehe. Okay, Spiel. Bin ich jetzt tot, weil ich da durchgegangen bin? Ja, okay, man stirbt, wenn man da durchgeht. Also da vielleicht nicht hergehen. Toll, dann habe ich hier wahrscheinlich die beiden Sachen auch nicht mehr, ne? Weil er jetzt wahrscheinlich abgespeichert hat, bevor ich das eingesammelt habe. Das heißt, ich werde da, ich hole mir jetzt erstmal das hier. Und gehe dann wieder nach. Ja, genau, die habe ich jetzt auch nicht mehr. Genau, gut, dann muss ich mir die eben nochmal wiederholen. Nee, das sah nicht normal aus, das stimme ich dir komplett zu. Ah, da muss ich hin, okay. Ich hab's gerade gesehen. Aber erstmal jetzt hier wieder das hier auch holen. Ja, wir wollen ja das dann auch beides haben, wenn ich schon beides gefunden habe. Aber wenn das Spiel nicht möchte, dass man daher geht, dann soll das Spiel einem doch bitte nicht die Möglichkeit geben, die Tür aufzumachen. So, also warum sagt das Spiel, jo, mach auch die Tür auf, wenn es mich dann direkt. Naja, egal.
Da geht's nicht weiter. Hier haben wir auch nichts Besonderes. Da muss ich wahrscheinlich weiter. Ich gucke jetzt aber hier nochmal, ob hier noch was ist. Da war nur der eine Käfer, den ich... Ach, das hier waren wir ja auch schon überall. Dann wollen wir nicht alles achtmal angucken. Wo bin ich denn jetzt hingegangen? Beweg dich. Dankeschön. So. Öffnen. Sicherheitsposten. Was auch immer mit dem armen Typen da passiert, es sieht nicht gesund aus. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Ein Orientierungspunkt. Aber kann ein fehlerhaftes System sich selbst exakt diagnostizieren? Ja. Nee, sieht nicht so gesund aus, ne? Oder was würden Sie sagen? Würden Sie sagen, das ist gesund? Was Sie sagen, das ist gesund? Nein, das ist nicht gesund. Nein. So. Ich gehe jetzt weiter. Kümmern Sie sich um. Drohne! Okay, hier gehe ich jetzt einmal im Kreis, bevor ich irgendwelche Türen öffne. Okay, gut, das bringt mir nichts. Ja, gut, okay, die Tür. Man mag mich also gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir durch die erste Tür durch. Mal gucken, was wir hier haben. Keine Drohnen? Okay, gut. Security Room. Was ist hier? Hier kann ich dann auf einmal auf Klo gehen, oder was? Auch gut. Aber ist hier irgendwas? Ja, da ist was. Ein Setpack. So, gut. Aber war immer auf Klo. Hier ist nichts mehr und hier geht's wahrscheinlich wieder zurück zu dem Kreis. Ne? Interessant, interessant. Bisschen in Erinnerung schwelgen, ja, genau. Also hier wird auf jeden Fall einiges überwacht. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich jetzt direkt in den Drohnen reingelaufen wäre. Okay, let's go. Da ist eine weitere Remini-Szene. Das heißt, wir können uns eine weitere Erinnerung von... wahrscheinlich von dem Tracer da angucken. Von dem Trace. Ist das der Würfel, den wir gesucht haben? Ja, wir sind bei der zentralen Waschstation angekommen. Nee, das Spiel möchte zwar, dass ich das mache, aber ich möchte das nicht machen. Ich möchte mich erst umgucken. Warum sollte ich auch gleich machen, was das Spiel sagt? Aber hier ist auch nichts, also mache ich das. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass da oben was versteckt ist. Ist hier unten was versteckt irgendwo. Na, sieht auch nicht so aus, ne? Oh, da ist die kaputte Tür. Von da bin ich gekommen. Und hier ist auch nichts. Alles klar. Gut, dann los geht's. Ja, gut, ich habe zu spät gecheckt, dass ich was machen muss. So. So. Interessant, er gibt was ein, wir schießen einmal drauf, hat den gleichen Effekt. Memorize die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Allerdings sehr bescheiden. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Oh nee, oder lass es hier, warte mal, was ist das jetzt? Kann ich jeden, okay, ich kann jeden Buchstaben anvisieren und irgendwie bewegen, okay. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar.
Achso, ich kann ihn nur hoch und runter machen, okay. Dann machen wir doch erstmal alles in die Mitte, würde ich sagen, ja? Ja, genau, okay. Das wo machen wir nicht. So. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ich check das Rätsel nicht. Also. Aber wo soll ich denn jetzt dadurch wissen, was ich hoch und was ich runter machen muss? Also klar, es muss was Besonderes sein, aber. Also nochmal. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Nein, sag mir nichts. Ja, nee, mit dem Knopf, wenn ich den anvisiere, dann komme ich in diese. In die Auswahl von den Buchstaben. Ich muss die halt verschieben, sodass das passt. Und das, was er sagt, das ist der Hinweis, wie ich das schreiben muss. Beziehungsweise wie das sein muss, aber ich bin halt gerade irgendwie, ich weiß nicht genau wie. Also, warte mal. Also, die müssen halt irgendwie, ein paar müssen oben sein, ein paar müssen unten sein, das ist mir schon klar. Jetzt weiß ich nur nicht genau, was oben und was unten sein muss. Wird Memorize Schwindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Okay, wenn der Schwindel entlarvt wird, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Und die Menschheit muss tapfer sein. Also schätze ich mal, die Menschheit muss da und wenn die vor Scherben steht. Also machen wir das mal kaputt, das Wort. Nee. Oh, das ist so ein Rätsel, ne? Solche Rätsel mag ich nicht, weil ich sehe jetzt gerade den Zusammenhang nicht, muss ich gestehen. Also Hominis ist Menschen, dann Memorize und dann Evolutio. Ist ja eigentlich klar, ne? Aber was muss jetzt wohin? Was muss aktiviert sein, was nicht? Das müssen wir nochmal anhören. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Wenn der Schwindel entlarvt wird, Menschheit tapfer sein. Dann muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Oh, das ist echt anstrengend, ey. Ich hätte gerne einen Tipp.
Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ja, super, Vincent. Also mit anderen Worten, das ist eigentlich wahrscheinlich aus dem Englischen, ne? Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. H ist der Anfang von Memorize. Ja, das ist mir bewusst. Vor Scherben steht. Erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ja gut, okay, da muss wahrscheinlich das H erstmal. Okay, warte mal. Aha. So. 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 Das H muss hoch. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Nee, das macht auf Deutsch irgendwie nicht so viel Sinn. Kann ich, warte mal. Optionen, Audio. Nee, da geht es nicht. Spieleinstellungen. Untertitel. Vielleicht sind die Untertitel in Englisch. Wird Memorize Schwindel entlarvt. Nein, so ist sie nicht. Muss okay. Die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Ich guck mal einfach nochmal hin was an. Ja, okay, gut, das war der Anfang von oben. Ah, das ist ja unglaublich. Memorize Error Fall. As mankind holds its head up high and evolutions and looks down upon all it has gone before. Only then. Das hört sich auf jeden Fall deutlich sinnvoller an. Okay, also mit anderen Worten, das muss alles hoch und das Ende vom Evolution muss unten bleiben. Ja, 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 ja. Der Error ist das, ist die 3. Die muss fallen. Weil das müsste ja eigentlich ein E sein. Das ist der Fehler, der runterfällt. So, und jetzt muss ich nur überlegen, das erste, was man mit dem Huminis. Warte mal, das habe ich. Der Fehler ist die 3. Die muss runter, weil das wäre eigentlich ein E.
Gut, okay, ich habe verstanden, worum es ging. So, aber auf Englisch macht es deutlich mehr Sinn als im Deutschen, definitiv. So, im Deutschen ist der Rätseltext halt einfach ganz furchtbar. Danke, dass du mir den Englisch geschickt hast. Damit konnte ich das Rätsel immerhin lösen, ohne dass ich da jetzt googeln muss. Ich danke dir. So, Englisch ist für das Rätsel definitiv nicht wegzudenken. Also ohne das Englische kommt man da nicht weiter. Oh, oh. Langsam. Ich verstehe nicht, warum macht man nicht einfach, dass das Rätsel trotzdem in Englisch gestellt wird? Also, so selbst wenn man das Spiel auf Deutsch spielt, weil ich meine, denen muss doch aufgefallen sein, dass es so offensichtlich nicht klappt. So, gut, okay, man muss halt darauf kommen, dass wie man das schieben muss, aber im Englischen geht das halt voll klar. Aber mit dem deutschen Text wäre ich niemals drauf gekommen. Also wirklich niemals. Möchte ich was spielen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich möchte das nicht spielen. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Achso, okay, warte mal. Nettes Familienporträt. Du liebst beide. So, warte mal, ich muss es nochmal hören. Die Frau hört auf ihren Mann. Hört verlässt auf ihren ihr Mann Kind. Und verlässt Der ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt so seinen schützenden Vater, nee, aber auch seine Rabenmutter. Warte mal. Sie verlässt ihr Kind und hört ihrem Mann zu. Warte mal, dann muss das Verlassen auf das Kind zeigen. Das Kind ist da, dann muss das so sein. Was macht der Mann? Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Ja. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater. Ja gut, okay, das ist wieder cool. Aber das klappt halt auch im Deutschen. Sesam, öffne dich. Charles letzte Bastion ist geknackt. Los! Solche Rätsel mag ich. Und ich mochte das Rätsel davor auch, wenn es im Englischen gewesen wäre. Betreten Sie den Konzeptwürfel. Jo, wird gemacht, bin ich gerade bei.